Also das Mediengeschäft ist tatsächlich sowas von unterkomplex, dass man sich manchmal wundert, dass die Leute immer noch ein Bild haben, dass die Medien, also wenn man die jetzt alle mal zusammenwürfeln, ähnlich wie eine Religion oder irgendeine Wohltätigkeitsorganisation arbeiten, dass das immer noch funktioniert, dass die wirklich so gesehen werden. Dabei sind es ganz platte Geschäftsmodelle, die im Prinzip nicht das verkaufen von dem, was du glaubst, nämlich Nachrichten, also Inhalte, das verkaufen die nicht. Ja, sie verlangen für viele Inhalte Geld, aber in Wahrheit ist es so wenig, dass das gar kein großartiges Geschäft wäre, wenn ich jetzt meine Geschichten erzähle und jemand zahlt dafür ein paar Euro am Kiosk oder online. Also das wäre jetzt nicht so aufregend, wenn da nicht die Werbedisplays wären, was auch immer. Also früher Anzeigen, jetzt Banner, Advertorials und alle fließenden Übergänge in die getarnte PR. Ja. Also im Grunde genommen, was Medien in Wahrheit verkaufen, seid ihr, also das Publikum, an die Werbewirtschaft. Punkt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Das ist der Deal. Also wer 100.000 Leser hat oder 1 Million oder 10 Millionen, der wird bei den Agenturen oder die auch in das ganze Ökosystem der Werbung gehören, richtig ernst genommen. Und da gibt es ganz, ganz klare Berechnungen, wie viel die Leser wert sind und wie viel ich jetzt für diese Werbeeinschaltung zahlen muss. Da wird natürlich auch wahnsinnig viel betrogen, vor allen Dingen im Internet, weil nicht jeder Visitor von einer Seite ist echt, sondern da gibt es auch inzwischen Bots, die auf die Reise geschickt werden und so weiter und so weiter. Das ist alles wieder ein anderes Thema. Aber in Wahrheit verkaufen die uns, Medienkonsumenten, an die Industrie. Punkt. Ist auch nicht schlimm. Aber so ist es. Und wenn man das weiß, dann versteht man auch, dass man diesem Medienunternehmen oder diesem Redakteur, der dort arbeitet, einfach behilflich sein kann, seine Leser bei der Stange zu halten. Oder seine Follower, was auch immer. Und das ist, war früher bei in den Printmedien, als das Internet noch nicht gab oder noch schwach war, ist genauso wie heute, wenn ich einen guten Inhalt habe, komme ich mit jedem Medienschaffenden ins Geschäft. Deswegen, egal ob es jetzt Krisenkommunikation oder Schönwetter-PR ist, ja, du musst einfach attraktive Inhalte haben, wo ein mäßig interessierter Mensch, und dann gibt es ja das schöne Wort vom Hausfrauentest, ist natürlich stark diskriminierend heutzutage, also sagen wir Hausmännertest. Ja. wenn ein mäßig Interessierter die Augenbrauen hebt, wenn er diese Geschichte erfährt, dann ist die einfach gut. Ja, ja, schönes Bild. Gibt es ein Beispiel aus deinem reichen Erfahrungsschatz,
wo du einem Startup geholfen hast, diese mediale Aufmerksamkeit hinzukriegen, weil es ist ja immer wieder der Glaube, ich habe irgendwie was ganz Tolles entwickelt und das brauche ich nur in der Redaktion schicken und dann berichten die schon darüber, weil es das ja noch nicht vorher gab, ja, aber das böse Erwachen ist ja dann, dass sich einfach keine Sau dafür interessiert. Ja, ja, ja. Also man muss ja Dinge auch geschehen lassen, ja? Also das heißt ja, manche Story ist einfach nicht fertig. Wie gesagt, wir befinden uns mitten in einem Film und es gibt die Möglichkeit, das Drehbuch mitzuschreiben, während dieser Film stattfindet. So, und jetzt kann man ja auch so ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu schauen. Ne? Was muss passieren oder was kann ich ausprobieren? Du hast dann auf eine Weise eskaliert, die mir Punkte bringt in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und dann ist natürlich schon hilfreich, wenn man so die Mechanismen kennt, aber in Wahrheit funktioniert ein Millionenpublikum ziemlich gleich wie eine Runde Kegelbrüder, ja? Dass du einfach eine Story hast, die sich entwickelt und so sich dreht, dass die Aufmerksamkeit des Publikums entweder von dem abgelenkt wird, was du unangenehm findest oder dorthin schaust, wo du den Scheinwerfer draufhalten willst. Ja. Und wenn du mich jetzt nach einem konkreten Beispiel fragst, da kann ich bitte. Gott sei Dank ganz offen drüber reden, weil inzwischen ist meine Auftraggeberin hat die Firma verkauft für sehr viel Geld, ja, doppelt unterstrichen sehr viel Geld. Das war ein Startup, das sich im Bereich Ticket, Kostenrückerstattung im Flugverkehr beschäftigt hat. Also das heißt Refund Me. Gab es aber viele, ja, da gab es einen starken Wettbewerb. Es war mal auch eine Phase, wo dieses Thema gerade reguliert wurde von der EU, dass also ab einer Stunde Verspätung am Ankunftsort bei einem innereuropäischen Flug hast du, glaube ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber glaube ich 100 Euro gekriegt, bei Flügen nach außereuropäischen Destinationen 200 Euro und so weiter und so weiter. Also wer sich geschickt verspätet hatte, konnte sogar mehr Geld verdienen, als er für das Flugticket ausgegeben hat. Das war alles sehr algorithmisch organisiert, weil du musst da natürlich eine Menge Daten im Auge behalten, als Firma und das Geschäftsmodell dieser Firma besteht darin, also diese Claims zu sammeln, ja, dass nicht jeder Fluggast, der die Aussicht auf 200 Euro hat, jetzt komplizierte anwaltliche Schreiben an die Fluglinie verschickt, da kostet dann der Anwalt schon mehr als die Entschädigung, sondern dass das alles vollautomatisch läuft und dass diese Firma das übernimmt und automatisierte Schreiben an die Rechtsabteilung der Fluglinie verschickt und so weiter und so weiter. Inzwischen hat sich das Geschäftsmodell mehr oder weniger aufgelöst, weil die Fluglinien erkannt haben, dass sie daraus auch ein Profitcenter machen können und ihre eigenen Verspätungen vermarkten können. Ja, es ist wirklich kurios und somit auch für mehr Passagierzufriedenheit sorgen können. Aber im Endeffekt für den Konsumenten ist alles gut. Aber in dieser heißen Zwischenphase, die bis noch vor 2 Jahren gedauert hat, gab es ein irres Rennen von so ein Dutzend Startups im deutschsprachigen Raum, die diese Dienste angeboten haben. So, und die Aufgabe war, wie mache ich jetzt die Firma von meiner Auftraggeberin berühmt? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wer ist die lauteste Socke in diesem Business, in diesem Airline-Business? Ja. Und da kam relativ schnell, weil der auch wirklich dafür sorgt, dass die Leute sich über ihn ärgern. Ein PR-Genie in Wahrheit, Michael O'Leary, also Chef von Ryanair. Und der ja auch echt immer mit genialen Nachrichten ins Gerede bringt. Also jeder erinnert sich an die Idee, die er öffentlich geäußert hat, nämlich den Plan, künftig vielleicht für jeden Toilettengang an Bord 1 Euro zu verlangen. Also jeder kann sich an den Aufschrei erinnern, ja,
Und der hat es so genial gespielt. Also der hat ganz bewusst nicht Everybody's Darling hat er die Rolle gewählt und hat immer wieder mit solchen Sachen provoziert. Aber im Endeffekt hat dann jeder gewusst, okay, richtig unsympathische Idee, aber verdammt nochmal, die Fluglinie ist echt günstig. und mit sowas ist er die ganze Zeit um die Ecke gekommen. Ja. Und ganz abgesehen gab es auch scheußliche Geschichten, wie er das Flugpersonal behandelt und so weiter. Also kein Sympathieträger. Was haben wir gemacht? Wir haben also irgendwann so gedacht, okay, wir müssen den provozieren, weil der macht so einen Lärm und dem hören so viele Leute zu, weil jeder weiß, es kommt dann schon wieder irgendwas Krankes. Ja. Den müssen wir dazu bringen, dass er über uns schimpft. Ja. Dann sind wir berühmt. Und das hat dann tatsächlich wieder auf dem Höhepunkt so eines Arbeitsstreits, wo er, ich weiß nicht mehr genau, was das war, es war ein offener Brief, den die Chefin meiner Auftraggeberfirma an Michael O'Leary geschrieben hat, als Vielfliegerin, als Mutter, die ständig zu spät nach Hause kommt zu ihrer Familie und überhaupt, wie er seine Angestellten behandelt, ist also wirklich erschütternd und so weiter und so weiter. Und dass man als anständiger Mensch heute einfach nicht mehr in seine Flugzeuge steigen kann. Und diesen offenen Brief haben wir an eine Nachrichtenagentur weitergegeben. Was natürlich geholfen hat, dass die Auftraggeberin ja auch früher, also vor vielen Jahren, eine relativ bekannte Fernsehmoderatorin war. Also da kam noch ein gewisser Promi-Effekt dazu. Das ist natürlich Glück, das hat nicht jeder. Und das war eine Frage von Stunden, dass das online war und über den Ticker ging. Ja. Und der hat dann tatsächlich, also das hätte auch daneben gehen können, also Glück braucht man auch immer, aber gemessen an dem kleinen Aufwand, den wir da hatten, wir haben uns zusammengesetzt und diesen Brief getippt, ja, voller Inbrunst und Empörung und mit Tränen der Wut in den Augen über diesen gemeinen O'Leary und haben den weggeschickt. Also das war ein paar Stunden Arbeit. Ja. Und wie gesagt, das hätte daneben gehen können, aber es hat geklappt. Er hat auch tatsächlich in mehreren Interviews unser Shitty Business genannt, Protagonistin benannt und das ging alles auch über den Ticker. Also das konnte man gar nicht mehr zählen, in wie vielen Medien das aufgetaucht ist. Ja. Das war der Durchbruch. So, das war der Durchbruch mit dieser kleinen, aber feinen PR-Idee. Der Zweck von dem Ganzen war natürlich in dem Fall nicht unbedingt das Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass man da ist. Das ist ein willkommener Nebeneffekt gewesen, aber natürlich in den Kreisen der Investoren für Aufmerksamkeit zu sorgen, die dann auch tatsächlich, also von denen hat dann tatsächlich jemand diese Firma für sehr viel Geld übernommen. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Zeigt auch, welche Macht, also in den unterschiedlichsten Perspektiven Medienkommunikation einfach auch hat. Ja. Das Ganze wirklich auch zu steuern und zu lenken, wenn man es versteht, da kreativ einzugreifen. Ja. Mit wenig Aufwand, wie in diesem Beispiel gesehen. Ja, und ich fordere ja die Fähigkeit, die jeder hat, fordere ich ja wirklich ein. Nämlich die Freiheit, verrückt zu denken. Das ist ganz wichtig. Schön. Man muss einfach wirklich verrückte Ideen haben. Ja. Wo man selber, wenn man sie hat,
in schallendes Gelächter ausbricht. Ja? Das ist die Energie, die man braucht. Ja? Das seriöse Kommunizieren, ja, das kommt dann, aber man braucht erst eine verrückte Idee. Ja. Also eine bekannte Kreativtechnik, die ich wirklich nicht erfunden habe, sondern sagte auch, lass dir jetzt mal das Allerdämlichste einfallen, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Hilft bei sehr vielen, also nicht nur in der Kommunikation, hilft bei sehr vielen Aufgaben. Ja. Mhm. Würdest du sagen, ist das Feindbild erkannt, hat der Tag Struktur? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, also wenn wir über Kriegsführung und Strategien und Mediengeschäft, Kommunikation reden, dann brauche ich natürlich immer irgendwie ein Feindbild. Jede gute Story hat ja auch einen Feind und einen Helden und dergleichen, um es mal so einfach zu abstrahieren. Ist es gut zu wissen, wen ich vielleicht im Wettbewerb oder auch in der Branche unter Umständen gegen mich habe oder im besten Fall auch jetzt in dem Beispiel, was du erzählt hast, vielleicht auch gewollt gegen mich aufbringe? Also ich würde mal sagen, im Repertoire der Inszenierungen ist es vielleicht eines von vielen Konfliktmanagement. Ja? Also sich Konflikte zu erzeugen, einfach, wie soll man sagen, also Wrestling, ja, so wie Wrestling. Ja. Also Reibung erzeugt Energie, ja, aber also ist nicht zwingend die einzige Idee. Also ich muss jetzt nicht überall für Streit sorgen, damit ich gute PR kriege. Also es gibt so viele andere Gemütszustände, die man stimulieren kann, von Fröhlichkeit bis hin zu Traurigkeit und Erschütterung, da ist Streit wirklich nur eines, ein Zustand von vielen, ja. Mhm. Empörung. Ja. Und das, was natürlich die entsprechende Wahrnehmung ist, ne? Also je nachdem, was die Öffentlichkeit wahrnehmen soll, das ist ja im Grunde die zentrale Frage. Ja. Wie ich den Film ausgehen lasse, ne? Ja. Ja. Ich brauche Gefühle, das ist alles. Also lass mal das Etikett weg, was für, also ob Wut oder Freude oder so, aber es sind, du brauchst Gefühle. Ohne Gefühle läuft nichts. Da kannst du mit Fakten noch so viel auftrumpfen und versuchen zu überzeugen, wenn du keine begleitenden Gefühle aufbauen kannst und wecken kannst, ja, kommst du nicht weit. Mhm. Ja. Gibt es Aufträge, die du ablehnst? Ach, das werde ich wirklich oft gefragt, weil sich die Leute dann denken, ja, was ist jetzt, wenn die AfD kommt und was, was ist jetzt, wenn Betrüger kommen? Also manchmal weiß ich ja selber nicht, ob das ein Betrüger ist, ja. Und ehrlich gesagt, ich mache jetzt keine forensische Analyse über einen Kunden, ja. Aber ich glaube, ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt. Ich hatte noch nie einen Kunden, wo ich sage, nee, das will ich jetzt nicht für Sie machen. Und ich glaube, das hat auch was mit Persönlichkeit zu tun. Ich kenne Dienstleister im selben Geschäftsfeld wie ich. Da gibt es schon noch einige, die sich darauf spezialisiert haben. Und die haben auch diese Kunden. Aber die sind fein damit. Das ist auch okay so. Aber ich glaube, die kommen gar nicht zu mir. Keine Ahnung, warum nicht. Es würde vielleicht auch gar nicht funktionieren. Ja. Wow, sehr spannend, Markus. Ich würde jetzt im Anbetracht der fortschreitenden Zeit auch gleich übergehen in unsere Personal Insights Runde, in der ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du so kurz und knapp wie möglich darauf antwortest. Ich versuch's. Bist du ready? Frage 1, Elevator Pitch zu deiner Person. Wer bist du und was macht dich aus in einem Satz? Also ich bin Kommunikationsberater und die vielleicht hervorragendste Eigenschaft ist, dass ich mit großer Freude und Enthusiasmus bis an die Grenzen des Möglichen gehe, um den Kunden zu helfen. Mhm. Zweite Frage, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeinen Spleen, irgendeine Eigenart, die du hast, die keiner kennt und hier in diesem Podcast das erste Mal veröffentlicht wird? Also ich habe noch ein zweites Leben. Als Medienunternehmer
Und zwar habe ich vor wie viele Jahren, also 2009, einen Weinblog gegründet. Das ist inzwischen das reichweitenstärkste digitale Weinmedium im deutschsprachigen Raum. Das heißt Captain Cork. Und da ist alles nett. Ja. Da geht es nur um Schmecken und gut trinken. Da gibt es keine Krisenkommunikation und keine Streitereien. Ja, das ist einfach, ist alles nur Wohlgefühl. Ja. Ja. Das ist übrigens, wir werden das verlinken in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich habe da gestern Abend mal reingelesen. Und ich bin jetzt kein Weinpapst. Also ich habe jetzt für einen großen Weinverlag mal gearbeitet, aber ich würde mich jetzt nicht als Kenner outen, trinke aber gern Wein. Und das, was mir echt gut gefällt, ist die Art und Weise, wie ihr das ganze Thema redaktionell aufarbeitet. Also in den in Blogbeiträgen, aber auch in den Bewertungen des Weins. Also man versteht es. Es ist nicht dieses verstaubte, eingetrocknete, diese vertrocknete Sprache, sondern es ist sehr lebendig, es ist sehr verständlich und man bekommt sofort eine Ahnung, was man dort kaufen kann ja. an Wein. Also sehr beeindruckend. Das ist auch der Gründungsgedanke gewesen, dass egal mit welcher Weinvorbildung du da bei mir reinstolperst als Leser, du musst alles verstehen. Und wir haben auch tatsächlich teilweise sehr komplexe önologische Themen, die ich aber so erkläre, dass einer mit null Ahnung meine Erklärung dann versteht am Ende, wenn es ihn interessiert. Ja. Und das ist eine Ausgabe, die auch sehr schön, Aufgabe, die sehr schön ist, Dinge zu erklären, ja, die am Ende auch zu höherem Genuss führen. Ja. Also wer sich darauf einlässt, sich ein bisschen ohne Anstrengung, ein bisschen mehr mit Wein zu beschäftigen hat, kann sich ein Trinkvergnügen schaffen, das neue Dimensionen erschließt, ja. Also wenn einem das interessiert und wenn man also kein Problem hat mit Alkoholgenuss, weil das ist ja auch nicht so ohne. Ja. Ja. Aber es ist, was ich sehr, sehr schön finde, ist, also zum einen müssen wir unbedingt, und das haben wir uns ja schon vorgenommen, Termin steht ja auch schon, dass wir mal über das Thema Podcasting sprechen. Es gibt ja einen Podcast, der ist schon ein bisschen älter, aber super, also unbedingt reinhören, super Folgen, wie du das ganze Thema aufarbeitest, auch mit deinen Gesprächspartnern. Du kommst ja auch richtig rum in die Weinanbaugebiete, in die auf die Winzerhöfe, ja, auf denen ja immer Geschichten zu erzählen sind, ja, und gerade bei einem Glas Wein. Also es passt perfekt aus meiner Sicht. Ist das ein Pendant zu deinem Beruf als medialer Auftragskiller? Ist also, das so ein Ausgleich? Definitiv. Also beides ist so wunderbar gegensätzlich und macht auf diese Weise Freude. Und ich lass mich natürlich, es passiert natürlich, dass ich irgendwo im Weinberg stehe und auf einmal kommt ein Anruf, ja, helfen Sie mir bitte, ich habe hier eine Anfrage vom Spiegel, wir haben ein echtes Problem. Das ist natürlich auch spannend. Dann lasse ich natürlich alles liegen und stehen, kümmere mich um den Hilfesuchenden. Aber in den Zeiten, wo gerade nichts zu retten ist, ja, dann sitze ich halt dann irgendwo, also jetzt war ich 5 Tage am Balkan im Kosovo und habe dort Winzer besucht und Weine verkostet. Man kommt ja auch, wenn man sich mit dem Thema Wein beschäftigt, auf den meistens in landschaftlich schöne Gegenden und hat ganz andere Menschen mit ganz anderen Lebensgeschichten da vor sich sitzen. Das ist ein schönes Abenteuer. Sehr cool. Nächste Frage. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für einen Hilferuf von einem Kunden. Passiert immer wieder. Mitten in der Nacht. Aber ja, nicht es ist für dann, Wein. Es brennt für dann Wein nicht, nicht für Wein. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder schon tot, treffen könntest, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? Boah. Wahnsinnig. Also da fallen mir jetzt so viele Leute ein. Ich glaube Karl Kraus, ja. Und ich würde, also das ist, jetzt habe ich, also jetzt muss man den Leuten sagen, ich habe diese Frage nicht vorher von dir verraten bekommen. Ja. Das stimmt, ja. Karl Kraus, eindeutig, weil ich habe mich schon so oft gefragt, ob der sich beim Schreiben dieser Texte schon selber totgelacht hat. Ja. Also das sind einfach die besten Bonbons und Sprüche und er ist der scharfzüngigste Journalist, der je
in der deutschen Sprache irgendwas veröffentlicht hat. Und das ist so unfassbar lustig. Den hätte ich gerne das gefragt, ob er das auch schon lustig fand, als er es schrieb. Ja, ich glaube, wenn man in der Lage ist, sowas zu schreiben, dann hat man da auch Lust drauf. Und dann ist das natürlich auch, dann geht das so spielend, wenn man das kann. Ja? Dann fließt das einfach. Ja, das stimmt. Das ist aber schon eine sehr hohe Reife. Also ich frage mich, ich freue mich natürlich auch, wenn ich den Eindruck habe, dass ich einen lustigen Satz geschrieben habe. Aber da ist immer noch dieser Zweifel, oh Gott, aber was machst du, wenn das jetzt langweilig ist? Ja. Aber das ist ja das Interessante auch bei Captain Cork. Bei den Texten liest man das auch. Also man liest deine Erfahrung und man liest, dass es ganz bewusst verständlicher und unterhaltsamer geschrieben ist. Ja, ich glaube, dass das ist auch das Geheimnis unserer Reichweite. Ich halte mich nicht für einen Weinexperten und ich stelle wirklich doofe Fragen. Ja? Und ich glaube, da findet sich der Leser auch wieder. Und der fühlt sich geborgen. Weil man kann, also diese Weinwelt und die Önologie ist sowas von ultrakomplex. Und es geht tief in die Mikrobiologie rein und das ist alles wahnsinnig interessant und das kann man in einem Leben nicht überblicken. Und in der Weinpublizistik wird es oft überspielt mit Pseudo-Fachtuerei. Die dann teilweise, wenn sie nicht so geschickt ausgelebt wird, auch sehr, sehr unterhaltsam und tollpatschig ist. Und das wirkt natürlich genauso lächerlich, wie es ist. Ja? Simuliertes Wissen ist vielleicht nicht auf der Verstandesebene, auf der Gefühlsebene demaskiert sich es relativ schnell. Und deswegen lachen die Leute ja auch immer über dieses Weingetue, völlig zu Recht. Ja? Und wenn man dann bei diesen Leuten, die dann in irgendwelchen Tischrunden sagen, ja, den musst du trinken, weil etc. etc. und dann kommen die ersten Fragen und die dann jämmerlich verrecken beim Versuch, eine Antwort zu geben, und das erlebt man ja ständig. So ist es. Ja. Also man darf einfach nicht glauben, dass man und die richtig guten Weinkritiker, die übrigens die coolsten Socken unter der Sonne sind, ja, weil die immer sagen, hey, Alter, ich weiß das jetzt nicht, was du mich gerade gefragt hast. die sind von einer, nach 40, 50 Jahren nur Wein verkosten und Noten vergeben und sowas, sind die noch von einer kindlichen Naivität geprägt in ihrem Arbeitsalltag. Ja, schön. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis des Erfolgs von weltberühmten Weinkritiker von Hugh Johnson, der ein totales Kind ist. Ja. Ja, so viel dazu. Ja. Ist der noch beim Gräf und Unser Verlag? Wird er noch verlegt dort? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt zumindest die Lizenz seines, des Kleinen und des Großen Johnson. Ich glaube, die ist noch dort, ja. Ja, weil mit ihm hatte ich dadurch zu tun, ne? Also das war damals Teil des Auftrages. Welchen Beruf, Markus, haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Also die haben relativ schnell erkannt, dass Journalismus für mich schon die Möglichkeit ist, mit der Welt umzugehen und dass es mich dahin zieht. Aber die haben natürlich, das muss man sich mal vorstellen, das ist das Österreich der 80er Jahre, da gab es einen Mann, einen bewundernswerten Mann, der erst vor wenigen Monaten gestorben ist, Hugo Portisch. Das war ein... Sowas hätte Deutschland eigentlich auch gebraucht. Es gab in Deutschland mal so einen kleinen Hugo Portisch und Knob, Guido Knob heißt der. Ich glaube, der lebt noch. Der hat historische Dokumentationen zusammengestellt, also Filme gemacht, die im öffentlichen rechtlichen Fernsehen liefen. Und Hugo Portisch hat das in Österreich gemacht, aber in einer ungleich größeren Brillanz und Rasanz hat er die Zwischenkriegsgeschichte, die Kriegsgeschichte und die Nachkriegsgeschichte Österreichs dokumentiert und hat Wahrheiten ins Bewusstsein gebracht, die bis dahin, bis in die 80er ja eher so vertuscht wurden. Ja, also der Mythos vom ersten Opfer Hitlers und so weiter. Damit hat er total aufgeputzt. Ja. Und das hat das Land schon ziemlich bewegt. Und das war für meine Eltern so eine Art Reporterlegende, obwohl er nie Reporter war, der war einfach Medienmacher, Filmmacher. Ja.
die hätten das gern gehabt, wenn ich so. Das war für sie seriöser Journalismus. Leider bin ich da ziemlich schnell in den Boulevard abgebogen, weil der einfach viel lustiger und verrückter war. Das ja, ich dann für dich auch immer wieder. Ne? Bei den schlimmsten Knallmedien gearbeitet. Ja. welches Buch hat für dich in deinem Leben eigentlich den größten Impact, den größten Mehrwert gehabt? Kannst du uns da was empfehlen? Kein Fachbuch. Also gerne auch ein anderes. Belletristik ist sowieso die bessere Fachliteratur, sage ich immer. Also es gibt da so ein paar Bücher, die man immer wieder lesen kann. Ich will jetzt nicht hier den Bildungsjockel raushängen lassen. Das ist eher rum, das Image hast. Belletristik. Aber ein Buch. Ja. Also zum Beispiel Der Leopard. Mhm. Das ist vielleicht das einzige Buch, das je geschrieben wurde. Und da gibt es das letzte Kapitel handelt vom Sterben des Protagonisten, wo er seinen eigenen Tod schildert. Und das auf eine Weise, die extrem schön ist. Also ich habe vor kurzem mal mit irgendjemandem gesprochen, ich glaube, das war auch auf einer Weinreise, der hat gesagt, also, wir müssen einfach sterben lernen. Und das ist das Buch, wo man das wirklich kann. Abgesehen davon, dass es eine tolle Geschichte ist. Gibt es einen Wein, den du zu diesem Buch empfehlen würdest? Ja. Süßwein. Auf jeden Fall einen guten Süßwein. Also wenn man schon über den Leoparden, das ist ja auf Sizilien, darüber reden, dann bleiben wir zwar nicht auf Sizilien, aber wir bleiben in dieser Weinkultur und springen runter nach Pantelleria. Das ist eine Insel, die genau zwischen Tunis und Marsala liegt. Eine kleine Insel, total karg, vulkanisches Gestein, und da kommen die genialsten italienischen Weißweine her, die ich kenne. Das sind also Süßweine, sorry. Also die sind dann natürlich auch weiß. Also aus der sogenannten Zibibu-Traube, und das hat eine Tiefe, eine Öligkeit und zugleich auch eine salzige Säure. Also da hast du alles drin, was Wein ausmacht. Mhm. Das sind tiefe Trinkerlebnisse. Das ist wirklich schön. Kann man auch, also muss man auch nichts dazu essen. Ja. Man kann was total Scharfes dazu essen. Irgend so ein Bulgogi, so ein koreanisches Feuerfleisch. Oder man isst was richtig, richtig Süßes. Also es gibt ja eine Regel. Also der Wein muss immer süßer sein als das Essen. Also bei Süßwein. Ja. Also eine Creme Caramel oder so. Passt sehr gut dazu. Vielleicht wäre das ja auch eine Idee für Captain Kork. Man kriegt ja immer Weinempfehlungen zu Gerichten, ne? Zu irgendwelchen Menüs zum Beispiel. Vielleicht gibt es ja eine Abteilung in Zukunft oder auch eine Podcast-Serie, wo Buchempfehlungen in Verbindung mit Wein ein Thema sind. Ich überlege gerade, ob es das nicht schon gibt. Es gibt ja die verrücktesten Kombinationen. Also ich kenne jetzt inzwischen mehrere Geschäfte, die Schuhe und Weine verkaufen. Also fragt man sich auch, hey, bitte, wie kommt's? Und eins davon ist in Hamburg, da habe ich den Besitzer mal gefragt, aber wie kommst du dazu? Ist doch logisch, ist doch beides total sinnlich, ja. Okay. Ich versuche mir gerade Birkenstock-Schuhe vorzustellen und den passenden Wein dazu, hatte ich jetzt keine Idee. Aber ich bin ja auch Laie. Ein Wein, der korkt, vielleicht. Ah, der ist schön. Okay, Markus, drei Interviewgäste, die du hier im Podcast gerne mal hören wollen würdest. Wen können wir einladen? Welche Persönlichkeiten passen? Oh Mann, du hast Fragen, echt. Ja, sorry, wir sind gleich durch. Also du machst Startups, ne?
irgendwas, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Ja, also ja. Ich würde gern mehr über Kryptowährungen wissen. Ich habe kein Gefühl dafür. Ich kapiere es einfach nicht, wie das funktioniert. Wer könnte das sein? Wer ist da in Deutschland einer der... Sag's nochmal, ich habe es nicht gehört. Kryptowährung, ja. Ja, da fällt mir sofort Dr. Julian Hosbein zum Beispiel. Okay. Der war auch schon hier im Podcast, da können wir mal wieder ein Update machen. Da kann man ich wiederholen, deine Frage, also wie öffentlich-rechtliches Fernsehen, kannst du einfach wiederholen und nochmal kassieren. Ja. Ja, das machen wir natürlich nicht, das ist ja alles unique. Ja. Okay, Kryptowährung. Also gut, dann diesen Herrn, den ich nicht kenne, aber ja, wenn er es schafft, mir die verschiedenen Kryptowährungen zu erklären und wie das funktioniert, dann super. Ja, das kann ich selber machen, aber den Deep Dive machen wir dann. Ja, aber dann interviewe ich dich, ja. Weil okay. So blöde Fragen wie ich stellt dir wahrscheinlich kein anderer, was das Thema betrifft. Okay. Wer ist der Zweite? Was ist denn noch ein totales Rätsel? Ich würde gern ein Verkaufsgenie interviewen oder ja, beziehungsweise ich würde gerne einen Podcast hören mit einem Verkaufsgenie. Kann ich auch nicht. Mhm. Wer ist das? Wer könnte das sein? Gibt es einige, aber die besten Genies sind oftmals die, die nicht ganz so laut sind. Die was sind? Entschuldigung? Die nicht ganz so laut sind. Okay, ja. Also die in den Medien immer so, Großveranstaltungen und so weiter. Ja. Aber meine Erfahrung ist, die kleinen Hidden Champion, ja, die so dieses, das, was du sehr gut schaffst, dieses sehr konzentrierte in Richtung Medien oder auch dieses leidenschaftliche für das Thema Wein, ja, also das sind dann wirklich Leute, die das schon immer gemacht haben, ja, die das sind ja auch teilweise Leute, die wir, oder im Wesentlichen Leute, die wir ja im Netzwerk haben, deswegen ja auch Genius Alliance. Also wirklich so ein Verkaufsgenie, besorge ich dir ja. Mhm. Super. So, und dann noch jemanden, ich würde mal ganz gerne, die geben ja selten richtig offene Interviews, ich würde ganz gerne einen Militär haben, der mir genau das Scheitern von Afghanistan erklärt. Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, obwohl ich jetzt wirklich viel gelesen habe darüber. Aber außer über gewisse Plattitüden geht es nicht hinaus. Aus Sicht des Militärs? Ja. Mhm. Also wenn du die dürfen ja oft nicht, die sind ja auch an ihre Dienstverschwiegenheit gebunden, aber oder vielleicht jemand, der in der Nähe dieser Kreise einfach verkehrt und Einblicke hat. Das wäre echt mal interessant. Mhm. Danke für die einfachen Hausaufgaben. Markus, wir sind am Ende unseres Interviews. Ich will das jetzt auch nicht für die Hörer überstrapazieren, unseren Austausch. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mal das ein oder andere Mal das Vergnügen haben, noch in das ein oder andere Thema tiefer einzusteigen, weil was wir heute machen konnten, jetzt aufgrund der Kürze der Zeit, ist es an der Oberfläche so ein bisschen rumplätschern. Den Deep Dive liefern wir einfach in naher Zukunft. Ich würde dir gerne die letzte Frage und damit das Schlusswort für diesen Podcast hier überlassen. Wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Keine Lügen mehr.